Ein Besuch reicht nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mit meinen Restaurant-Tipps aus München. Heute bin ich für euch im Glockenbachviertel im Sushi and Soul. Da kommen nicht nur Sushi-Fans auf ihre Kosten, sondern auch Whisky-Fans. Eine Kombi, die sicherlich nicht ganz ungewollt ist und sehr interessant ist. Ich werde für euch in der Sache auf den Grund gehen. Und auch gibt es wohl einen Sushi-Wein. Also habe ich nicht gehört, habe ich nicht probiert, werden wir nachfragen und nachschauen und für euch auch natürlich probieren. Neben mir habe ich jetzt den Inhaber, den Chris, und er wird uns jetzt erzählen, warum wir Sushi and Soul auf gar keinen Fall verpassen dürfen. Ich glaube, dass es bei uns vom Ambiente her einfach ein bisschen lockerer ist als in den manchmal recht steifen, förmlichen Sushi-Lokalen Münchens. Die Sushi-Qualität ist gut bürgerlich, ohne übertriebene Preise zu verlangen. Wir haben eine riesige Auswahl an oftmals japanisch inspirierten Cocktails, die größte Auswahl an japanischen Whiskys in der Stadt. Auch flankiert wird das Sushi-Angebot durch eine reichhaltige Auswahl aus der warmen Küche, aus der kalten Küche. Also hier findet eigentlich jeder, was er mag. Also. Kann ich dann auch als Nicht-Fisch-Fan zu euch zum Essen kommen? Selbstverständlich. Wir haben auch eine große Auswahl an vegetarischen Gerichten, an Fleischgerichten. Natürlich nicht ganz so umfangreich wie die normalerweise sehr breit gefächerte Sushi-Auswahl. Aber hier kriegen wir doch jeden satt. Euch gibt es ja schon seit 1999. Richtig. Ja, das ist eine lange Zeit. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich ganz, ganz viele Stammgäste. Ja, aber erstaunlicherweise gibt es immer noch Leute, die zu uns kommen und hier zum ersten Mal in ihrem Leben Sushi essen. Also ich kann einfach vorbeikommen, auch ohne zu reservieren, und werde wahrscheinlich ein Plätzchen kriegen. Ja, dankenswerterweise. Wir sind eines der größten Sushi-Restaurants Europas. Wir finden eigentlich immer noch einen Platz für jeden. Das ist ja schön zu hören. Ich habe auch schon mich gerade vorhin umgeguckt. Ihr habt da auch so zwei Loungen, so ein Private Table und vorne auch so im Liegen zum Sitzen. Wie kamst du auf die Idee, das so einzurichten? Ja, ein Tatami-Tisch, das ist natürlich original japanisch. Ich muss gestehen, wir haben es uns am Anfang gar nicht so zugetraut. Wir haben mit einem kleinen Tisch angefangen, wo die Gäste halt ohne Schuhe sitzen können. Und der Tisch war so beliebt, dass wir nach ein paar Jahren der Eröffnung noch einen Bereich extra umgebaut haben, um noch mehr Gästen dieses original japanische Ambiente zu bieten. Jetzt habe ich ja auch gelesen, dass ihr auch Wein zum Sushi habt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie habt ihr das umgesetzt? Ja, das war so eine richtige Schnapsidee. Wir sind mit dem Winzer Martin Pasler einfach mal auf die Idee gekommen, einen Wein zu küvitieren, anzubauen, auszubauen, im Hinblick darauf hin, dass er sehr gut zum Sushi passt. Das ging mit einem Weißwein-Küvet los. Das ist jetzt aber auch schon der 15. Jahrgang, also funktioniert ganz gut. Im Laufe der Zeit kam ein Rosé dazu, ein Rotwein und jetzt ganz neu ein Rotwein mit ein bisschen mehr Restsüße, der besser zum Sushi passt. Und um unser zweites Hobby, den japanischen Whisky, noch mit dem Wein zu verbinden, haben wir die Weltsensation im Laden, ein Burgenländer Rotwein-Cuvée in einem Ex-Whisky-Fass ausgebaut. Klingt ja spannend. Was darf ich denn bei euch auf gar keinen Fall verpassen? Was ist so ein Schmankerl, wo ihr sagt, also wenn Sushi und Soul, dann auf jeden Fall das mitnehmen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, du musst garantiert mehrmals kommen, um das ganze gesamte Angebot wenigstens mal auszuprobieren. Weil im Laufe der Jahre haben unsere Gäste immer wieder neue Sachen für gut befunden, die wir probeweise ausprobiert haben. Und so ist unsere Speisekarte unglaublich umfangreich geworden, wird nur noch übertroffen durch unsere Getränkekarte, die noch viel umfangreicher ist. Ein Besuch reicht nicht. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei meiner kleinen Genusstour. Heute waren wir im Sushi and Soul und ganz klarer Fall, der Sushi-Kurs ist definitiv interessant und das müssen wir uns näher angucken. Ich bin gespannt, ob ihr schon mal hier wart und wie es euch gefallen hat. Ab in die Kommentare, ich würde mich freuen.
Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Sie, glaube ich, hier das Projekt mit der Jenny Holzer. Und die haben halt anstatt ein Denkmal, haben sie halt das Objekt als Gesamtdenkmal genommen. Und halt so Kleinigkeiten wie die Lederbänke, wie das Geschirr.